Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Northgard. Und schaut mal ganz genau hin, euch dürfte etwas auffallen. Wir spielen irgendwie nicht mehr auf schwer, wir spielen mittlerweile auf dem Schwierigkeitsgrad extrem. Das hat eine Begründung. An sich, es hat sich an den Schwierigkeitsgraden nichts geändert. Sie wurden bloß umbenannt. Statt leicht, mittel und leicht, normal und schwer, gibt es jetzt normal, schwer und extrem. Das heißt, das, was wir vorher als schwer ausgewählt haben, ist jetzt extrem. Wahrscheinlich ist es den Entwicklern selbst aufgefallen, dass das schon ein bisschen irreführend ist, dass schwer dann doch noch ein bisschen kindlich naiv ist für das, was hier abgeht, im Sinne von, okay, der letzte Schwierigkeitsgrad ist so heftig. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich natürlich schwer ausgewählt, statt extrem. Und ich glaube, wir werden jetzt auf schwer zurückgehen, weil ich würde ja auch auf schwer spielen. Denn jetzt, wo es auf extrem steht, verstehe ich auch, was hier abgeht. Denn so ein typischer Extrem-Schwierigkeitsgrad, so ein extra ausgeschilderter, jetzt kriegst du den Arsch aufgerissen Schwierigkeitsgrad, der ist für Leute, die das Spiel schon mal durchgespielt haben und in den Missionen die gesamten Feinheiten kennen. Apropos Feinheiten, können wir sollten nochmal weitermachen. Wir haben jetzt hier unten besiedelt und wollten hier weitermachen, ne? Ich erinnere mich. Jetzt haben wir Winter. Und wir haben dann, oh nein, wir haben einen Arschwinter. Holz haben wir genug, könnte aber trotzdem besser ausschauen. Nahrung geht noch, aber die wird noch ins Minus fallen. Haben wir noch zwei Leute irgendwo? Ja komm, einer hier kann mal noch Holz fällen gehen, einfach, dass wir mal was haben. Da kommen die Penos wieder, und zwar gar nicht mal so wenig und schwach. Na komm, dann sollen sie her, auch wenn ich da wieder richtiges Feuerholz verbrauchen werde. Geht weg, ihr nervt. Im Übrigen, viele von diesen Angriffen hier sind auch gescriptet. Na gut, gespammt sind sie erst recht, ja, aber sie sind auch gescriptet halt hauptsächlich. So, jetzt haben wir dann Nahrung mit minus 50. Ja, nee, ist in Ordnung. Minus 4, 5, 46 Nahrung. Ich denke mal, wir kommen klar. Der Winter wird nicht mehr so ultra lang da. Schon wieder. Es kommen sogar Schildknappen mit. Na, das ist jetzt mal ein normaler Angriff. Da sieht man, die kommen verhältnismäßig selten, die normalen Angriffe, ne? Okay, das könnte mir jetzt mit meinem Türmchen sehr gefährlich werden. Ich glaube, die machen mir mein Türmchen um. Mann. Den habe ich doch gemocht. Diese miesen kleinen Penner. Jetzt nehmen die mir das Gebiet weg. Das ist auch noch mitten im Winter. Na, wartet. Oh, Alter! Okay, wir müssen wieder hoch. Das halte ich im Kopf nicht aus, ey. Auch noch gerade bei diesem Kackwinter, ne? Den Jäger können wir noch gebrauchen. Ja. Und weg. So, da müssen wir gleich ordentlich einfallen. Wir müssen es aber wirklich übertreiben mit dem Spamme. Aber ja, viele von diesen Angriffen sind geskriptet. Das sind noch nicht mal alle so vorgesehen von der KI einfach. Und es wurde mir von vielen Leuten ja auch schon gesagt, mit dem Schwierigkeitsgrad hier. Oh, jetzt wird die Nahrung knapp. Aber jetzt müsste es gleich vorbei sein mit dem Schneesturm. Zur Überbrückung können wir eben schnell ein kleines bisschen was kaufen. Jetzt ist schon bei minus 7. Jetzt müsste gleich der Winter vorbei sein. Danke. Okay, einer der Holzfäller kann mal wieder zurück, weil ich brauche jemanden, der mir neu aufbaut. Ein Leuchtturm. Hauptverkehrsrouten eröffnen. Muss in einem Langschiffdock errichtet werden. Okay, das ist neu. Das ist neu. Das gucken wir uns dann noch an. So. Vielleicht gerade wegen diesen blöden Schildknappen, auch wenn da nur einer war. Ich lasse mal wieder zwei Stück hier. Da kommen sie schon wieder. Ich bleib mal hier, bis der Turm gebaut ist. Aber es gibt viele, die mir gesagt haben, das hier soll mit eine der schwersten Missionen sein. Das soll aber ähnlich harte noch geben. Und bei den meisten Missionen ist es tatsächlich so aufgebaut, wenn man die auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, also auf extrem,
Der Schwierigkeitsgrad ist tatsächlich dafür gedacht, dass man schon weiß, was einen erwartet. Dass man weiß, wo die wichtigsten Stellen sind. Hier bei dieser Mission beispielsweise. Dass man gleich weiß, wo die zwei Ziegen sind, die wichtig sind. Dass man sie sich früh holt. Dass man gleich weiß, wo man vorher absichern muss. Man muss die Karte quasi schon im Voraus kennen. Soll bedeuten, man muss die Mission kennen oder mehrfach neu starten. Und ganz ehrlich, das würde den Spielfluss zu stark stören, vor allem wenn wir das blind durchspielen. Deswegen gehe ich auf schwer, statt auf dem Extrem. Ich glaube, damit ist den meisten geholfen. Zumal es ja auf schwer trotzdem noch schwierig genug ist. Und jetzt bauen die sich wieder hier. Ich guck mal kurz nicht hin, ne? Ich komme ja schon wieder runter. Natürlich bauen die mir gleich wieder die Steine ab. Es sind nur noch 7 Stück. Komm, wir machen auch mal einen... Obwohl ein Krieger wegen einem Schildknappen, der hier und da mal kommt. Nein, lasst mir meine Jäger. Die haben wahrscheinlich einen schon gemetzelt, oder? Und natürlich haben die den Turm auch schon gebaut. Weißt du was? Das juckt mich nicht. Ich hoffe trotzdem an. Die haben den schon aufgewertet, wollte mich verarschen. Sag mal, wie spammen die denn? Zieh dir erstmal eine Zigarre an. Eine Zigarre! Wir bräuchten ein klein wenig an Stein, bitte. Na komm, gleich nochmal. So, dann wird der Turm hier nämlich wieder aufgewertet. Dann müssen wir mal gucken, was ist das nächste Problem? Ja, Bevölkerung geht soweit. Kriegsmeute können wir nochmal erhöhen. Dann haben wir unten extra schon was. Ja, so ein Schildknappe eigentlich lieber. Wisst ihr was? Wir holen mal einen Schildknappen dazu. Den können wir dann auch benutzen, um das Ding zu stürmen. Steht schon. Das Gedönskirchensding, meine ich. Was sagt mal? Jetzt zieht die sich echt aus dem Anus raus. Die ganzen hier Truppen. Die Bewohner. Der muss doch alle 2 Sekunden... Der muss doch hier eine Spawnrate haben, so auf Stronghold Crusader Niveau, was die Bevölkerung angeht. Tju, 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 tju. Vielleicht gibt's nochmal. Gegen mythische Kreaturen wäre ganz gut gegen die. Wir könnten das machen. Wir könnten... Oh, den Brennheitsverbrauch im Winter, der könnte uns... Obwohl das jetzt nicht gerade das Problem ist. Das ist gerade noch... Alter! Was zur Hölle geht denn jetzt schon wieder ab hier? Wir haben den Schildknappen hier, oder? Komm, gehen wir mal dran. Der Meister der Lehren sollte jetzt eigentlich... Ja komm, wenn du schon am Kloppen bist, dann klopp mal weiter, aber... Mach ihm jetzt wieder meinen Turm kaputt. Komm, konzentrier dich mal auf... Ja, die machen mir meinen Turm kaputt. Diese Penner! Das ist unglaublich, wie die spammen. Und da sind schon wieder Truppen. Ey, man glaubt das echt nicht. Ihr macht mal die, die wenig aushalten. Jetzt haben die so viele Schildknappen hier. Zurück. Bevölkerungswachstum, bitte. Ich möchte jetzt auch mal hier die Spawnrate haben, die er hat. Na gut, werde ich längst noch nicht haben, aber... So mal in die Nähe kommen davon. Ah, die ist... Die KI will einfach nicht, dass ich die Mission fertig mache, ne? Das Spiel will einfach nicht... Das Spiel will nicht durchgespielt werden, es tut mir leid. Ey, das gibt's nicht! Kann der mal aufhören, hier nachzuspammen ohne Ende? Ich spiele doch nicht gegen die Zerg! Oder doch? Alter, ich glaube, ich spiele gegen die Zerg. Verdammt! Jetzt ergibt alles einen Sinn! Gut, eigentlich nicht unbedingt, aber es könnte einen Sinn ergeben, vielleicht irgendwie, und wir gehen wieder. Natürlich kommen sie wieder. Diesmal da hinten, aber wir sind so ein bisschen vorbereitet. Eigentlich wollte ich mich jetzt mal um die blöden Kobolde kümmern in dieser Folge, aber wir kommen ja nicht dazu hier mit dem... Na, die Valkyren und das ganze Zeug. Ja, diese Geysire da zu holen wäre auch ganz cool, aber... Dafür müssen wir uns halt erstmal mit den Valkyren anlegen können. Und so weit bin ich auch noch nicht ganz.
Ahoi, Brause. Schildwall! Ach ja, ein paar Trauger noch. Natürlich, der Meinung bin ich auch. Wir könnten die echt gebrauchen, direkt an der Grenze. Ah, da unten kommt auch einer. Da kommen welche, aber die werden dann natürlich bei ihm antanzen. Soll mir ausnahmsweise mal recht sein. Jetzt haben wir negativ. Wie schaut es mit diesem Gebiet aus? Ein Gebäude ist noch frei. Wir könnten ja eigentlich ja noch eine Brauerei hinmachen, um nochmal die Beliebtheit zu erhöhen. Oder haben wir die schon abgequält? Haben wir schon. Dann bitte noch eine Brauerei. Alter, okay, mein Schildknappe wurde schon umgeholzt. Warum sind die auch so schnell? Meine Güte. Ich werde das Gebäude, glaube ich, erstmal nicht upgraden. Das kann doch echt nicht wahr sein. Wie viele Völkermorde muss ich eigentlich noch begehen? So, der Bergwerker ist mal tot. Das ist schon mal ein Fortschritt. Was haben wir hier jetzt Böses? Ja, die Draugr-Invasion. Die wird jetzt gleich da sein. Haben wir irgendwas hier außer meine ganzen Händler? Vielleicht können die sich ja tatsächlich verteidigen. Wir haben ja den Verteidigungsbonus. Vielleicht lasse ich es erstmal dabei. Ich wünschte, ich könnte jetzt langsam endlich mein gescheites Heer aufbauen, aber derzeit ist es nicht so wirklich drin. So, der wird gehauen von... Jetzt kommt, haut den mal alle. Das dürftet ihr hinbekommen. Ja, wir haben eigentlich einen ganz guten Verteidigungsbonus. Das kriegen die ganz gut hin. Ja, das lief eigentlich. Endlich! Der Nachschub vom Gegner wird mal unterbrochen. Los! Holt euch jetzt den Kack. Komm, den einen Axtkämpfer machen wir jetzt noch weg. Der geht dann doch lieber zu mir unbedingt. Ich pack's einfach nicht. Okay, zurückziehen. Jetzt müssen natürlich noch ein... Was für ein Kampf um die paar Gebiete. Was für ein Kampf, was für ein Krampf. Hier haben wir auch noch ein Gebäude übrig. Angriff der Schildknappen wird erhöht. Angriff von Axtwerfern wird erhöht. Komm, das machen wir nochmal. Sind zwar nur 5% in Anführungszeichen. Handelsverkehrsrouten, wisst ihr was? Das mache ich auch mal. Ich möchte mal wissen, was es ist. Damit hätten wir das. Handelsverkehrsrouten. Oh, was kriegen wir da? Plus Handelseinfluss. Ja, verhelfen wir zum Handelssieg. Ja, es ist so... Nee. Ihr könnt meine Zurückhaltung verstehen. Ein Handelssieg ist hier, glaube ich, gerade nicht wirklich drin. So gern ich es auch hätte. Und Alter, die Zar sägen mir wieder alles. Das gibt es doch einfach nicht. Ist mir egal, ich mach den Turm weg. Hat er das... Wie hat denn der den sich wieder hochgecheatet? Nee, so viel verdienen wir nicht, dass wir uns das einfach leisten können. Kommt mal hoch, dann greifen wir nochmal gemeinsam an. Mehr Axtwerfer, bitte. Haut sie weg. Schweine. So, du gehst mal zurück. Die geht auch wieder zurück. Kurze Verschnaufspause. Jetzt geht's hier schon wieder ab. Und da auch. Natürlich alles gleichzeitig, jetzt wo ich die Heilung gebrauchen könnte.
Erdbeben ist natürlich jetzt auch die allerbeste Idee, die wir überhaupt noch haben können. Der Jäger geht mal bitte wieder runter, dort kann ich dich mehr gebrauchen. Wisst ihr was, bevor ich mich hier weiter battle, um den Punkt da unten, schaue ich, dass ich den hier habe. Ich muss das erstmal neu besiedeln wieder. Super! Gut, der Wind ist jetzt eh gleich vorbei, aber trotzdem. Bah, so viel Unnötiges. Die Heilerhütte ist auch nicht mehr voll besetzt, weil wir da schon wieder gemeuchelt wurden. Können wir natürlich nicht richtig hinhauen. Ja, jetzt kommen natürlich auch keine neuen Leute dazu. Von daher geht die mal darüber. Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Nochmal beim Spielstand laden und einen direkteren Angriff versuchen. Ich merke, dass das hier unten eh nichts wird. Wenn, dann muss ich hier oben durchbrechen und die Versorgungslinie abschneiden hier. Und versuchen hier zu halten. Direkter Angriff hier, anstelle da unten die ganze Zeit weiter zu kämpfen. Ja, super, jetzt ist das ja auch abgebaut. Und da kommt er hier wieder. Ich komme gerade nicht mehr auf den grünen Zweig. Ne, komm, das laden wir nochmal. Das ist gerade für einen Anus. Ich bin gerade echt überlegen, ob ich sogar auf den Schwierigkeitsgrad schwer nochmal neu starte. Und dann haben wir ewig oft um den Arsch rumgespielt. Aber das ist halt wirklich so übertrieben. Und ich meine, schön, dass sie es jetzt hingeschrieben haben, dass es extrem ist. Aber vorher hätte mir die Info echt viel mehr weitergeholfen. Und das ist ein Autosave, oder? Das war ein Autosave. Da sind wir wieder hier vom Spielstand. Yay. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Schwierigkeitsgrade. Und wir waren ja sogar hier. Wieso wurden wir eigentlich zurückgedrängt? Ah, ja klar. Diesmal habe ich das Wissen, das zu verhindern. Holen wir auch einen Schildknappen dazu. Weil hier sieht ja eigentlich noch alles gut aus. Jetzt haben wir da unten alles genommen. Das ist da alles wunderbar. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt aber ein bisschen offensiver. Ah ne, jetzt kommt er. Ja stimmt, den kann man mitten beim Kackwinter. Ganz kurz zurück, um hier zu heilen. Hier wird jetzt mal dann ordentlicher verteidigt. Oi. Den Leuchtturm brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist eigentlich eine Verschwendung, wenn man so will. Ich wünsche, ich könnte noch einen zweiten Turm reinpflanzen. Da kommen sie, die Penors. Ist gar nicht mal so schlecht. So, du prügelst dich ein bisschen mit denen, die nah dran sind. Und da wollen sie schon wieder. Da wollen sie schon wieder. Gebt euch das. Da oben geht's auch wieder ab. Einen weiteren Holzfäller ist jetzt nicht so wichtig. Da hätte ich lieber noch einen weiteren Axtwerfer. Danke. Mit dem Holz kommen wir auch so hin. Nahrung ist ein Problem. Da können wir gleich nochmal nachkaufen. Das Ding brennt. Ja, super. Das Ding brennt auch. Oh Gott. Kriegen auch keine neue Meute dazu. Von der Nahrung abziehen möchte ich auch nicht. Komm, einer von den Händlern wird mir mal kurz zum Reparieren kommen. Priorität auf den da unten erstmal. Habe ich wieder am bestmöglichen Zeitpunkt gespeichert, ne? Aber so sieht das Ganze schon mal besser aus. Du gehst dich mal heilen, Halvard.
den ich oftmals viel zu häufig Hagen genannt habe, einfach. Seid ihr schon fertig mit Heilen oder was? Ah, nee, die sind mitten dabei, alles klar. Ich werde ganz klar zurückgehen vom Schwierigkeiten. Das ist einfach, das ist so eine... Es quält sich einfach entlang, ne? Und Alter, schon wieder... Was habe ich diesmal anders gemacht, dass ich... Letztes Mal kamen wir doch mit weniger Nahrung auch hin. Ah, läuft noch. Gehst du mal da hoch, bitte. Diesmal kam der Mega-Angriff gar nicht. Wahrscheinlich, weil die hier unten beschäftigt waren, kann das sein? Gehen wir mal weiter und holen uns mal den schönen Steinkreis hier. Ja, negative Beziehungen mit denen. Das ist mir jetzt sowas von Wumpe, das glaubt er gar nicht. So, dann kommt mal schön her, Freunde. Da kommen wieder die Zerg-Einheiten. Okay, zack, zack, zack. Weil wir das haben, hole ich mir dieses Gebiet hier. Und wenn ich es eben nur niederbrenne. Aber ich muss irgendwo mal Schaden anrichten, einfach. Von da kommen sie auch. Ich könnte vielleicht tatsächlich dann nochmal... Na gut, nee, ich bräuchte jetzt erstmal die Technologie, dass ich beim Feind spähen darf, ne? So, dann darf ich auch gar nicht rüber. Mist. War das... Ah nee, das war ein aufgewertetes Speerlager. Albert wird sich freuen. Ich meine nicht Einstein. So, haben wir. Dann machen wir fertig. Und dann späht mir mal schön da hinten lang. Ich werde auch halt nochmal neue Bevölkerung brauchen, aber bis die reinkommt, vergeht auch wieder Zeit. An sich bin ich am überlegen, was den Runstein angeht. Komm, da der eine Typ beim Runstein. Ja gut, er kann von mir jetzt weitermachen. Nein. Wegbleiben, bitte. Ich muss trotzdem kurz zum Heilen zurück. Aber nicht mit allem eigentlich, nur die verletzt sind. Na gut, das sind eigentlich genug. Aber passt mir trotzdem auf, dass das hier mal neutral bleibt. So, wir haben einen schönen kleinen Rudelbonus. Haben wir hier eigentlich die zwei... Ja, hier haben wir zwei Jäger. Das müssen wir auch noch aufwerten. Na klar, kommt hier. Okay. Für Ablenkung wurde gesorgt. Ist mein Speer eigentlich auf dem Weg? Ja. Sehr gut. Du bist schon wieder geheilt. Perfekt. Und wisst ihr was? Wir gucken jetzt mal vorbei. Auch wenn es wohl nicht reicht, um jetzt den Turm zu zerstören. Aber mach mir mal den Holzfäller weg. Der stört. So, wieder zurück. BD-8, das sind die. Okay. Ich wollte gerade sagen, was kommt denn da von der Armee? Aber es ist immer wieder nur der Spam. Kann man sich mal vertun spontan, ne? Die ganzen Zerklinge, die wieder ankommen. Reparier mal bitte. Ich glaube, das sollte jetzt hinhauen. Der regeneriert sich schön schnell. Yay, wir brauchen mehr Heiler. Na gut, wir haben genug Heiler, würde ich sagen.
Gut, das sollte eigentlich wunderbar hinhauen. Kommt mal wieder hoch. Jetzt kriegt man das... Alter, was steht denn da schon? Wo kriegt der die ganzen Truppen her? Wo kriegt er die Bevölkerung her dafür? Vor allem in diesem Umfang einfach nur. Und wieder zurück und wieder heilen. Der muss doch mittlerweile echt komplett ausgelöscht sein, weil... egal wie viele Reserven der gesammelt hat, der müsste doch langsam keine Bevölkerung mehr haben. Ich kann nicht glauben. Na, bleib mal bei der Rekrutierung. Wenn wir dann mal im Plus sind. Wieder. Wenn hier aber mal... Es wird nicht repariert, okay. Nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und die Leute sind unzufrieden, weil sie bessere Häuser wollen. Alles klar, gut, dann kriegt ihr eben bessere Häuser. Bitteschön. Sind wir wenigstens wieder auf Null. Kriegen wir jetzt hier und da wenigstens einen dazu? Das dauert. Wenn du fertig bist mit Reparieren, machst du mir die nächste Brauerei auf. Das kann doch nicht mehr mit normalen Dingen zugehen. Die KI ist aber nicht nur so ein bisschen am Cheaten, so richtig rotzfrech offensichtlich einfach nur. Hier geht mir mal wieder heilen. Wir haben mittlerweile eigentlich genug, um das hier zu besiedeln. Oh nein, der Schildknappe kommt. Ja, von mir aus geht da hin. Und ich kümmere mich gleich. Und zwar noch bevor du das komische Ding hier eingenommen hast. Und dir einen drauf wedelst, mein Freund. Ich weiß, dass das eine Frau ist. Das schließt es nicht aus. So, du gehst mir jetzt... Ja gut, du kannst eigentlich schlecht zum Reparieren da bleiben. Dann kann man eigentlich schon eine feste Schicht einstellen dafür. Das Ding brennt noch nicht. Du gehst mir jetzt mal rüber und machst mir noch eine Brauerei. Ich brauche... Oder wie war das nochmal? Pro Silo kriegen wir ja auch Beliebtheit, aber... haben wir hier schon eins und ansonsten gibt es nirgendwo einen Punkt, wo es sich lohnen würde. Dann machen wir lieber eine Brauerei. Also bauen wir mal... das Ding haben, dann gucken wir die Bevölkerung. Sag mal, wie schnell ging denn das jetzt schon wieder? Geht mal rüber und macht die tot, bevor die das Ding fertig gebaut hat. Nein, negative Auswirkungen, das darf ja nicht wahr sein. Mann. Machen wir dann zwei Stellen gleichzeitig. Weil eine viel zu langweilig wäre. Machst du mal bitte hinne. Oder kriegen wir jetzt wenigstens... Na, wir kriegen auch bald den nächsten Dorfbewohner. Schon... Ah ne, Rattenplage. Ja gut, okay. Reparieren ein bisschen. Richtig. Ja, damit kann sich's doch leben lassen. Erstmal. So. Vernichtet. Und jetzt gehen wir da hoch. Und jetzt ist hier, glaube ich, nichts. Jetzt kriegen wir erstmal den Turm zerstört. Hoffentlich. Zweiter Anlauf. Braucht man. Wie sie hier rumgeschlichen haben, um mir hier den Punkt da wegzunehmen. So, kurz zurück. Hier bitte noch reparieren. Der Winter ist nicht ganz ohne.
erledigt. Jetzt geht hier wieder die Post ab. So sehr ich es wollte, ich komme ja gar nicht dazu. Der eine, der reparieren muss, der kommt echt nicht hinterher. Jetzt haben wir da oben natürlich keinen Schaden angerichtet, weil der Turm wird weit genug gegenrepariert wurde. Nahrung könnte ein bisschen knapp werden. Jetzt haben wir... Ah, wir sind krank. Toll. Der Winter wird noch ein bisschen dauern. Komm, holen wir ein paar Nahrungsreserven dazu. So, die Heiler sind anderweitig beschäftigt, glaube ich, gerade. Das ist ein leichtes Problem. Ist es dann wenigstens relativ bald behoben, ja? Ich will es hoffen. Was denn? Unser kleines Unzufrieden? Wisst ihr was? Wir speichern das mal. Das ist jetzt eigentlich ein schönerer Fortschritt. Und was mir auch aufgefallen ist... Wie mir gesagt wurde, die Speer... Du kommst mal zurück. Bekommen immer 50% Schaden, wenn sie verwundet werden beim Gebiet. Das heißt, zweimal verwundet, tot. Es sei denn, man lässt sie ganz kurz recken. Und man lässt sie einfach mal komplett voll recken. Das kostet ja nichts großartig. Wenn nicht gerade andere Leute geheilt werden müssen. Ich hätte mich jetzt dann echt gerne mal mit den Kobolden angelegt, aber ganz ehrlich, ich kann das nicht, ich kann diese Priorität nicht ändern. Ich muss einfach den Typen hier auf den Sack gehen kontinuierlich, damit er mir nicht übertrieben auf den Sack geht. Das ist der auf den Sackkreislauf. Er muss bewahrt werden. Das wollte ich gerade sagen, wo ist der hin? Sag mal. Achso, das ist das Speer. Komm mal schön zurück und lass dich heilen. So, ich will jetzt erstmal wieder rein. Guckt euch mal an. Hier, das sind doch die, das sind tatsächlich hier einfach nur. Das sieht nicht schlecht aus. Wisst ihr was? Kommt mit dazu. Rudelbonus! Wir schlagen die Schlacht jetzt hier. Auch wenn es knapp wird. Knapp ist noch vornehm ausgedrückt. Bisschen Micromanagen. Ah, Mist, 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 Mist. Üble Verluste, aber wir haben das Ding gehalten. Du gehst mal wieder rein. Ich möchte, dass das jetzt eingenommen wird. Dann machen wir hier die Verteidigung hin, dann können wir die auf einer Stelle konzentriert halten. Wir müssen unsere Armee nicht mehr aufteilen. Gut, natürlich können die Gegner nochmal von hier kommen. Die kommen hier einfach durch. Da geht's wohl zu gut. Nein. Doch. So, repariert mir mal bitte. Und alle weiteren. Geht mir mal in die Brauereien. Ah, da kommen jetzt Bauarbeiter. Hier ist der Posten längst nicht voll besetzt. Da können wir auch nochmal dann einsetzen. Hinein. Und da geht schon wieder die Post ab. Das Ding würde ich gerne so schnell es geht besiedeln. Eigentlich könnte man die Sachen hier mitnehmen. Die Holzfälle. Kommt, beeilt euch mal.
Ich hätte es gerne. Im Falle. Ja, kommt. Mach den Typen weg. Besiedeln wir. Du da, repariere. Gehst mir mal schön mit. Und dann repariert's mir mal. Repariert mir vor allem die Holzfällerhütte. So, dann hätten wir mal das Ding aufgedeckt und soweit alles okay. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir weit genug überzogen. Wir haben einen Fortschritt gemacht. Endlich! Und ich bedanke mich soweit fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir weiter schön Hagen auf den Sack gehen. Ich hoffe mal, entweder in der nächsten oder übernächsten Folge wird es das werden. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge.